mal für euch. Es gibt neue Weihnachtsblöcke, richtig schön. 30x30, die möchte ich euch jetzt sehr gerne zeigen. Ich habe natürlich auch noch ein paar andere Sachen mitgenommen. Damit beginne ich jetzt mal. Und zwar habe ich diese Holzstempel hier mitgenommen. Ich weiß, so eine Pötte, die gab es auch im letzten Jahr, ne? Das sieht wirklich aus wie so ein kleiner Farbeimer. Ich finde den total niedlich. Aber irgendwie habe ich die letztes Jahr gar nicht so beachtet. Und jetzt waren es die letzten beiden und da dachte ich, die nehme ich mit. Sind beides die gleichen, eins zum Verschenken. Und ja, ich komme mal ein bisschen höher. Diese Motive sind da drin. Und ja, ihr könnt mir ja mal sagen, ob es davon auch noch andere gibt oder ob das wirklich nur diese hier sind. Auf jeden Fall total niedlich. Ich dachte, ja, so kleine Stempel kann man immer gut gebrauchen für ATC-Karten oder ich dachte auch einfach, ja, für auf dem Briefumschlag, ne, einfach noch einen Stempel mit drauf. Ja, und die Verpackung finde ich total niedlich. Und so ein Pott kostet 1,89 €. Und hier ist sogar ein Stempelkissen mit dabei. Und ich meine, es ist rot. Ja, das sind auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall eine rote Farbe. Und ja, richtig toll und voll die nette Geschenkidee. Jedenfalls für jemanden, der nicht unbedingt ein Action in seiner Nähe hat. Sonst hat man ja eigentlich alles von Action, ne? Ja, ich würde sie euch auch abstempeln. Wenn ihr mögt, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich lade dann gerne noch ein Foto hoch, wo die dann abgestempelt sind, ne? Ja, einmal die. Und dann habe ich noch für 1,39 € diese Stempel hier mitgenommen. Ich sage jetzt mal diese Kinderstempel. Ja, es geht natürlich auch wieder los, mit den Kindern zusammen zu basteln und die haben total viel Spaß, jedenfalls die kleineren Stempel abzudrücken. Und ja, deswegen habe ich die hier einmal mitgenommen. Einmal diese Variante und einmal diese Variante. Diese beiden haben mir am besten gefallen. Ich meine, es gibt vier verschiedene. Und ja, ich fand die hier ganz nett. Echt niedlich, so mit dem Lebkuchenhaus und hier dem kleinen Reh. Ja, ganz nett, deswegen durften sie mit. So, dann habe ich diesen Deko-Schnee mitgenommen. Richtig toll, dass Action sowas hat. Sowas suche ich schon länger, wurde mir auch öfter mal empfohlen, aber irgendwie habe ich es nie bestellt. Und jetzt hat Action den für 99 Cent. Hier sind auch drei Pötte Glitzer dabei. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich liebe es, wenn es glitzert. Aber für das, was ich damit vorhabe, brauche ich jetzt keinen Glitzer. Und ich hoffe einfach, dass die Masse so ist, wie ich es mir vorstelle. Noch so leicht elastisch, nicht so hart bröckelig. Ich bin super gespannt, das auszuprobieren. Und ja, ich freue mich für 99 Cent. Ihr könnt ja mal berichten, wie sich das so verhält. Hier hinten hat man ein paar Beispiele. Ja, richtig toll. Habe ich gleich zweimal mitgenommen. Einfach mal testen, mal gucken, wie das so ist. So, und dann habe ich wieder von diesen kleinen Kindermalbüchern welche mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sie neu sind. Für mich sind sie auf jeden Fall neu, aber ich bin da so ein bisschen verwirrt, weil unten rechts die beiden Mandala-Blöcke, ich meine, die kenne ich schon, die anderen aber gar nicht. Und ja, aus dieser Serie habe ich jetzt diese drei mitgenommen. Super schöne Motive drinne zum Kolorieren. Ja, mussten mit für 49 Cent. Und dann kann ich euch ja zwischenzeitlich mal was anderes zeigen. Also was heißt was anderes? Ich hatte ja mal in einem Haul gezeigt, dass ich diesen Glitzerkleber hier gekauft habe. Ich finde den ja so genial, der ist so schön. Ich wusste jetzt aber nicht, was ich damit kleben sollte. Und da hatte ich ja gesagt, ich möchte da gerne mal Hintergründe mit ausprobieren. Das habe ich jetzt kurzerhand gestern mal getestet und ich möchte euch das mal kurz zeigen. Ich habe hier einmal mit dem Pinken ein Leo-Muster gemacht. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Das Pink sieht man echt gut. Den Blauen sieht man leider nicht so gut. Da zeige ich euch auch gleich nochmal was. Ja, ich finde, das sieht echt cool aus. Jetzt noch so einen kolorierten Leo da drauf. Ich glaube, das kann echt eine schöne Karte werden. Ja, dieser Kleber ist gar nicht so klebrig. Also das ist total wässrig und wenn man das aufträgt, hat das auch total die schöne Oberfläche, aber leider trocknet das und dann sieht es wirklich einfach nur so platt aus. Aber ich finde, es sieht trotzdem sehr cool aus. Und
Da ich absolut nicht weiß, was man damit kleben sollte, dachte ich, ist doch das echt cool, so für Hintergründe. Ich zeige euch noch mehr. Ja, hier habe ich einfach mal nur so hin und her gewischt. Ja. Mal sehen, was ich da draus mache. Also, wo es noch nass war, sah es echt richtig, richtig gut aus. Aber im Getrockneten finde ich es gar nicht mehr so toll. Ja, es hat sich auch sehr gebogen, weil es halt sehr feucht ist. Das ist jetzt hier auf dem Aquarellpapier vom Action. Wenn man es aber klebt, wird es schon wieder gerade oder eben nochmal ins Buch legen und dann wird das auch gerade. So, ich zeige euch jetzt mal gerade den hellblauen Kleber, wo ich mir eigentlich total viel von erhofft habe. Aber ja, wenn man den so richtig ins Licht hält, dann sieht man schon. Aber ansonsten sieht er eigentlich eher langweilig aus. Hier habe ich auch mit Schablone gearbeitet, das seht ihr wahrscheinlich auch nicht. Also der kommt nicht so gut zur Geltung, aber der Pinke, der ist schon echt cool. Ja, wobei, wenn man es so ein bisschen schräg hält, dann sieht man diesen blauen Glitzer auch. Sieht schon echt toll aus. Und den blauen hatte ich dann auch nochmal auf schwarzem Papier mit Schablone angewendet. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall, ja. Wenn man es richtig ins Licht hält, sieht das cool aus. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz so zeigen, falls ihr euch den Kleber gekauft habt oder noch vorhabt, ihn zu kaufen. Die großen Glitzerpartikel, die fallen auch leicht ab. Naja, hier geht's jetzt, aber so ein paar sind schon abgefallen, also ist nicht so ganz haltbar. Aber man kann ein bisschen was draus machen. Ja, so viel dazu. So, und dann kommen wir zu den Weihnachtsblöcken. Es ist unter anderem dieser hier. Ich habe jetzt drei Stück bekommen, die drei letzten. Und ich habe mich auch mit der Verkäuferin unterhalten. Und ja, die sagte denn, die haben eigentlich ein Verbot, die Weihnachtssachen rauszuräumen. Sie haben es jetzt aber doch gemacht, weil sie im Lager nicht mehr vor und nicht mehr zurückkommen, wenn die da einfach so viel zurückhalten. Ja, deswegen erklärt das jetzt auch einiges. Ich habe ja mit einigen geschrieben, warum der Action eben noch keine Weihnachtssachen rausgepackt hat und der andere wieder Weihnachtssachen rauspackt. Also eigentlich, sie dürfen es nicht, sie machen es aber trotzdem. So, und bevor ich euch jetzt hier so viel langweilige Dinge erzähle, blätter ich einfach schon mal durch, einseitig bedruckt und erzähle einfach mal weiter. So, und sie sagte dann, es sind von den Blöcken jeweils zwei Stück von einer Sorte mitgekommen und die waren auch rucki-zucki weg. Und ich habe jetzt hier einfach mal noch drei bekommen. Das sind auch tatsächlich die drei, die ich hauptsächlich haben wollte. Es gibt dann noch einen mit Weiß-Rot. Das ist ja sowieso nicht so meins. Dann gibt es noch einen, der ist relativ dunkel mit Blau. Sehr ähnlich wie der aus dem letzten Jahr und auch aus dem vorletzten Jahr. Und dann gibt es noch einen. Und zwar, welcher war das jetzt? Naja, auf jeden Fall gibt es drei Stück, sechs Stück. Ich habe jetzt drei davon bekommen. Also echt coole Motive dabei. Hier auch so Kärtchen, das mag ich mit den Linien. Die kann man schön nach innen kleben in eine Karte und kann da dann eben seinen Text draufschreiben. Finde ich immer ganz genial. Und ja, ich glaube, der Block, ich habe leider meinen Kassenbon verbaselt, aber ich glaube, ich kann euch die Preise trotzdem gut wiedergeben. Ich meine, der Block kostet 2,16 €. 2,16 € meine ich, sind es. Ja, also wieder absolut erschwinglich, wie man das halt so kennt von Action. Und echt coole, coole Bilder. Also da kriege ich jetzt richtig Lust, loszulegen mit Weihnachtsbasteln. Ja, einige sind ja tatsächlich schon fertig mit ihren Basteleien. Ich habe noch nicht angefangen, aber ich denke mal, ich werde jetzt demnächst auch anfangen. Weil was fertig ist, ist fertig und dann hat man nachher vor Weihnachten nicht wieder so den Stress. So, dann habe ich jetzt hier diesen hier. Auch total klassische Farben. Und auch echt schöne dabei. Ja, ich werde auf jeden Fall wieder Adventskalender basteln, Tee-Adventskalender und Karten ohne Ende. Und ja, da warte ich natürlich auch noch auf die neuen Stanzen. Die sind bei uns noch nicht eingetroffen, aber ich denke, das wird jetzt auch in den nächsten Tagen passieren. Und dann werde ich so richtig loslegen. Ich habe da so richtig Lust drauf. Weihnachtsbasteln ist tatsächlich, ja, mein liebstes Basteln im Jahr. Also bei Weihnachten
gebe ich voll Gas. Da habe ich richtig Bock drauf. Also, ja, voll mein Ding. Und dann, ich habe eigentlich unendlich viel Weihnachtspapier, aber wie das denn so ist, möchte man schon doch wieder was Neues haben. Dann, ich finde, dann macht das Basteln gleich viel mehr Spaß. Ja, hier noch so richtig schöne Sprüche. Richtig gut. Ja, das ist der. Und dann habe ich diesen hier bekommen und der hat auch so ganz tolle Farben. Dieses Grün gefällt mir da drin total. Und auch den blättern wir selbstverständlich durch. Wenn ich das zu schnell zeige, sagt Bescheid, ne? Och, richtig toll. Dann mache ich das natürlich langsamer. Ja, ich habe letztes Mal auch gesehen, so ein paar Motive, die kommen in der Kamera gar nicht so rüber. Aber ich glaube, das Wichtigste kann man gut sehen, ne? Ja, hier ist jetzt natürlich sehr viel los. Da muss ich mal sehen, was ich damit mache. Obwohl, wäre, glaube ich, ganz cool für so eine Einladung zum Weihnachtscafé oder Weihnachtsessen. Ich glaube, da mache ich irgendwie sowas draus. Und hier natürlich wieder die Zahlen für den Adventskalender. Richtig toll. Ja, die benutze ich immer, die Zahlen. Die schnippe ich mir zurecht und dann kommen die mit auf die Kalender. Und dann ist es schick. Das ist auch total toll. Sind auch wieder ein paar Schlichte dabei. Das finde ich auch immer gut. So fürs Grundgerüst, ne, wenn man Kalender macht. Und dann die bunten für die Päckchen. Zum Beispiel beim Teekalender. Ne? Ja, also richtig schönes Papier. Hier ist auch wieder sehr viel drauf los. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe noch so schöne Ideen gesehen, was man noch so machen kann. Viele Verpackungsideen habe ich gesehen. Da werde ich mal loslegen und werde euch natürlich, ups, auch da mitnehmen. Ja, ich muss mal sehen, dass ich die anderen drei auch noch bekomme und dann werde ich die natürlich auch noch mal zeigen, weil ja. Weihnachtspapier braucht man viel, also ich zumindest. Und ja, ihr könnt mir berichten, wie es bei euch im Action aussieht, ob die Weihnachtsabteilung bei euch schon aufgebaut ist oder ob die das da auch noch zurückhalten. Ich bin gespannt. Also manche halten sich ja wirklich strikt da dran und manche sagen einfach, nee, wir haben den Platz nicht, wir ballern das jetzt raus. Gut, also ich freue mich natürlich, dass ich es bekommen habe, aber ist natürlich auch wieder ärgerlich für die. Die natürlich auch darauf warten und zu Action fahren und Action das die ganze Zeit noch nicht hat. Ich weiß auch, ich hätte ja mal nachfragen können, wann wirklich der Startschuss ist, wann sie es rausräumen dürfen. Ich glaube, das hätte euch weitergeholfen. Aber wie das denn so ist, denkt man natürlich auch nicht daran, wenn man da gerade so im Gespräch ist. Und ja. Naja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir hören uns in den Kommentaren oder eben im nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.